wunderschönen guten Tag. Ja, es wird mal wieder Zeit für ein Fazit. Diesmal ungewohnte Umgebung. Ich sitze im Garten. Ich hoffe, das klappt hier alles mit dem Wind und mit dem Vogel. Moment. Mein Fazit von der Explorer. Heute komplett unvorbereitet tatsächlich. Ich habe mir nichts aufgeschrieben. Ich möchte es mal mit Freischnauze versuchen heute. Und ich werde zwischendurch immer mal so ein bisschen gucken, was ich so für Fotos gemacht habe. Dementsprechend fallen mir dann Sachen ein. Also es kann durchaus sein, dass einiges nicht ganz chronologisch läuft. Das ist aber ja nicht schlimm. Und ja, ich fange einfach mal, denke ich, mit der Anreise an. Oder fangen wir mit der Buchung an? Gut, sprechen wir über das Buchungserlebnis. Vorweg möchte ich sagen, wenn ihr ein gutes, kompetentes Reisebüro habt, was da im Hintergrund sitzt, die auch der englischen Sprache mächtig sind, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Und ich muss dazu sagen, wenn ihr euch dann traut, direkt mit Explorer Journeys zu sprechen, sind die super lieb. Ihr müsst euch aber davon freimachen, wenn ihr Fragen habt und da selbst was rausfinden wollt, dass ihr da jemanden Deutsches ans Telefon bekommt. Das war nämlich tatsächlich unser ganz großes Problem, dass wir gewisse Buchungen und auch unsere Überweisungen nicht so tätigen konnten, wie wir das eigentlich gewohnt sind von anderen Reedereien. Aber wie gesagt, die sind ganz, ganz lieb und helfen da wirklich weiter. Wir haben also diese Reise im Juni gebucht gehabt. Oder nein, wir haben sie vorher gebucht und die Reise fand im Juni statt. Ja, man bekommt dann soweit alles, um sich einzuloggen in My Explorer sozusagen. Und ja, dann beginnt eigentlich auch ein bisschen die Krux. Diese Website ist tatsächlich noch nicht so besonders gut ausgelegt für den normal Buchenden, den normal Reisenden. Wie gesagt, wie man es auch von anderen Reedereien kennt. Ja, so diese Vorfreude, die man eigentlich sonst so kennt, dass man eben Tische reservieren kann, dass man Spa-Anwendungen reservieren kann, dass man die Landausflüge weit im Voraus schon reservieren kann. Das ist leider nicht so gegeben. Explorer ist in dem Sinne wirklich ein Nischenprodukt. Es ist im Luxussegment angesiedelt. Es wird sicherlich auch noch daran gearbeitet, dass dieses Buchungserlebnis optimiert wird, ganz bestimmt, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele wirklich, ich sag mal, Geschäftsleute, die sowas buchen, auch gar nicht die Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. So ging es uns eigentlich auch. Wir sind jetzt nicht, wer weiß was für Geschäftsleute, aber wir haben halt echt auch wahnsinnig viel zu tun. Und das war ein bisschen mau, muss ich sagen. Wir haben uns dann irgendwann entschlossen, weil wir wirklich, wir konnten keine Spa-Anwendung buchen, wir konnten keine Tische buchen und so weiter. Wir haben uns dann irgendwann entschlossen, doch direkt dort anzurufen. Und ja, die Sprechzeiten für deutsche Kunden sind einfach nicht gegeben. Die belaufen sich tatsächlich abends ab 22:30 und morgens irgendwie bis 7. Ich weiß nicht, also so ganz merkwürdige Zeiten, wo jeder normale Mensch schläft. Also haben wir in dem Falle Jens in den sauren Apfel gebissen und haben direkt dort angerufen und diesem netten Menschen aus London auch gleich mitgeteilt, dass wir natürlich Englisch können, aber nicht fließend. Und ja, und der hat uns dadurch dieses Programm geführt und uns alles erklärt. Und es war einmalig. Der hat nie die Geduld verloren, der hat alles erklärt. War so freundlich, hat kleine Witzchen gemacht und ja, wir hatten dann letzten Endes, lange Rede, kurzer Sinn, unsere Tische gebucht. Spa-Anwendung war ich noch so ein bisschen hin und her gerissen, auch aus Gründen, da komme ich noch drauf. Ja, und haben uns dann das Ganze mal ein bisschen genauer angeschaut.
Was ich damit sagen möchte, ist, keine Angst, ruhig anrufen, die helfen euch. Und normalerweise läuft es dann ja auch so, wenn ihr ein gutes Reisebüro da im Hintergrund habt, die übernehmen das dann für euch. So, was die Buchung für die Tische betrifft. Explore Journeys ist ja ein Programm, sage ich jetzt mal, oder die Reederei besticht daraus oder damit, dass wirklich alles inklusive ist. Ob das jetzt die Getränke sind, ob das die gesamten Restaurants sind, ob das die Transfers sind, ob es die Minibar ist auf der Kabine. Es ist wirklich nicht versteckt irgendwas, was noch zu bezahlen ist. Klar gibt es auch da auf den Karten immer noch Sachen, die man extra zahlen könnte. Aber ansonsten ist wirklich tatsächlich alles inklusive. Da ist er wieder. Ja, es nützt alles nichts. Ich bin jetzt reingegangen. Ja, also Spezialitätenrestaurants. Ich versuche die jetzt mal dem zusammenzubekommen. Also, es ist einmal das Fil Rouge, ein französisches Restaurant, allerdings mit mediterraner Note. Es ist der Met Yacht Club, wo es auch sehr viel mediterranes Essen gibt. Ihr habt das normale Buffet-Restaurant, was ihr euch aber anders vorstellen müsst als ein Buffet-Restaurant bei den Reedereien, die sonst so euch bekannt sind. Da komme ich aber noch mal drauf. Es gibt das Marble & Co., unser Steak-Restaurant, was wir besucht haben. Es gibt das Sakura, ein asiatisches Restaurant, wo es auch Sushi gibt. Dann haben wir noch das Café Crema, wo es morgens auch schon Kleinigkeiten zu essen gibt, aber wo es vor allen Dingen halt wirklich sehr guten Cappuccino und andere Kaffeespezialitäten gibt. Und nicht zu vergessen natürlich das In-Suite Dining, was 24 Stunden eigentlich abrufbar ist, ohne Probleme. Was wir tatsächlich abends nur einmal kurzzeitig genossen haben, als wir Fußball geguckt haben. Aber wir haben, weil es auch eben mit inkludiert ist, zweimal Frühstück auf die Kabine bekommen. Und das ist ein sehr, sehr großer Zugewinn. Was ich ja immer so ein bisschen bei anderen vermisse. Und das ist wirklich schön, weil man sich das natürlich am Abend vorher alles zusammenstellen kann. Ja, also es wäre allerdings auch kein Problem, wenn euch danach ist, jetzt zu sagen, ich möchte einen Cappuccino haben, ich möchte einen heißen Kakao haben, dann bringen die euch das auch tatsächlich auf die Kabine. Also gar kein Problem. Können wir da eigentlich gleich mal anknüpfen. Der Service auf der Explorer ist einzigartig. Das ist der absolute Wahnsinn, wie die sich um ihre Gäste kümmern. Die Crew heißt ja dort auch Hosts und ist, also ich habe das so in dem Maße noch nicht erlebt und du hast auch nie das Gefühl, dass es aufgesetzt ist, dass die irgendwie meinen Fishing for Compliments oder eventuell für Trinkgeld, denn das ist bei weitem nicht so, es ist alles schon inklusive, du müsstest nicht, aber man macht es ja trotzdem. Ja, und das fing eigentlich mit diesem tollen Erlebnis schon an, als wir am Tag der Anreise am Hafenterminal in Arrecife, Lanzarote angekommen sind. Und das erzähle ich euch jetzt. Wir haben eine Vorübernachtung in Arrecife gemacht, weil es für uns ab da losging. Ganz süßes Strandhotel. Das ist wirklich angenehm gewesen und sind dann von dort aus ein paar Minütchen nur mit dem Taxi zum Kreuzfahrtterminal gefahren und ja, waren ruckzuck da, hat auch ganz wenig nur gekostet. Ja, und dann sind wir da angefahren gekommen, mussten kurz vorher eben noch unsere Pässe zeigen, um auf Gelände zu kommen. Also ich hatte meine Sachen noch nicht sortiert, ich hatte noch meine Tasche gar nicht beieinander. Da wurde schon die Tür aufgerissen
Und die ersten Hosts standen vor mir und wollten mir alles abnehmen und Madame und kommen Sie raus und Tür aufgehalten und ja, kommen Sie und herzlich willkommen und mit so einer Herzlichkeit, dass ich im ersten Moment wirklich überfordert war. Ja, und so zog sich das dann eigentlich komplett durch bis zum Ende der Reise. Also du wirst dann da hingeleitet, du gibst deine Koffer ab. Tut mir leid, im Hintergrund ist schon wieder der Vogel. Du gibst deine Koffer ab. Die übernehmen wirklich alles für dich. Du wirst ruckzuck eingecheckt da unten. Dein Foto hattest du ja schon zu Hause gemacht, was ich immer sehr angenehm finde, dass man da nicht auch noch irgendwie dran rumtüdeln muss. Ja, und dann wirst du auf das Schiff geleitet, was natürlich ja immer total spannend ist. Die ersten Schritte an Bord eines neuen Schiffes sind ja immer besonders aufregend. Ja, und dann geht es erstmal für dich in die sogenannte Explorer Lounge. Und dort wirst du dann erstmal komplett eingecheckt. Bekommst ein paar wissenswerte Dinge mit an die Hand geliefert und ja. Bist dann eigentlich schon ruckzuck innerhalb von 3 Minuten registriert, bekommst noch einen Hinweis, wie das mit der Seenotrettungsübung läuft, wann die ist und was du machen musst. Und ja, wir hatten Glück, wir waren um 1 an Bord und hat auch wirklich gar nicht lange gedauert, dann konnten wir schon direkt in unsere Kabine. Und ja, das ist natürlich dann eine Sache gewesen, die uns wirklich völlig von den Socken gehauen hat. Denn ihr müsst wissen, es gibt auf der Explorer keine normalen Kabinen im Sinne von Balkonkabinen, sondern es sind alles Suiten, die halt abgestuft sind von OT1 bis Residence Suite heißt es, glaube ich. Die OT 123, Ocean Terrace heißt das, unterscheiden sich eigentlich nur in der Lage. Also auf welchem Deck sie sich befinden. Von der Größe her sind alle gleich. Ich blende euch das jetzt mal eben ein, wie groß die tatsächlich sind. Das habe ich jetzt gerade nicht parat. Dementsprechend sind dann auch die Balkone anders ausgelegt. Ja, und dann gibt es halt nach oben hin fast keine Grenzen. Also da gibt es tatsächlich auch Suiten, die an die 200 Quadratmeter gehen. Eine komplette Front hinten im Heck einnehmen, einen eigenen kleinen Infinity Pool haben da, also wo man nicht schwimmen kann, aber eben als Whirlpool. Und das ist schon herausragend und sehr, sehr besonders. Da kann ich gleich mal einwerfen zu der Preisgestaltung, weil jetzt wahrscheinlich viele, oh nein, alles nur Suiten, das ist so teuer, das kann sich kein Mensch leisten. Ja, es ist nicht günstig, aber es lohnt sich bei Explorer Journeys immer mal zwischendurch zu schauen. Wir haben tatsächlich bei Buchung noch sehr gute Rabatte bekommen, die nichts mit dem Reisebüro zu tun hatten, sondern wirklich rein allein diese Reise betrafen mit Explorer. Und wenn man sich das Ganze mal ausrechnet, was du halt eben wirklich alles inkludiert hast, was ich ja eben schon sagte, und dann als Vergleich eine Suite auf einer deutschen Reederei hinzuziehst, da seid ihr bei dem gleichen Geld. Habt dann allerdings noch einen sehr, sehr herausragenderen Service, so, als ihr es dann sowieso im Suitenbereich bei anderen Reedereien gewohnt seid, weil ihr müsst euch vorstellen, dass die Explorer so ein Zwischending, ich sag's mal, aus X-Lounge von TUI Cruises und dem Yachtclub von MSC Cruises ist, nur betrifft es das gesamte Schiff. Es gibt nicht dieses Schiff-in-Schiff-Konzept, dass du bestimmte Bereiche hast im Suitenbereich, sondern das gesamte Schiff ist der Suitenbereich. Du hast halt deine Kabine zum Zurückziehen und ansonsten hast du alles an Annehmlichkeiten, an Schönheiten, an Komfort auf dem gesamten Schiff. Ja, also zurück dann zu der Anreise. Wir sind, wie gesagt, angekommen. Wenn du möchtest, kannst du dir auch deine Koffer auspacken lassen. Das haben wir nicht gemacht. Kabinen sind, wie gesagt, alle toll. Begehbare Kleiderschränke,
angenehm große Kabine mit einem tollen, ich meine, es ist ein King-Size, ja, es ist ein King-Size-Bett. Sofa, du hast genug Staumöglichkeiten, du hast Ablageflächen, du hast Riesenspiegel, du hast Kaffeemaschine, Wasserkocher, Tassen, Gläser, du hast deine Minibar, die du dir selber bestücken lassen kannst. Also wenn du Präferenzen hast bei was Bestimmten, kannst du das sagen und das besorgt der Kabinenservice dir. Und du hast zur Begrüßung einen Champagner auf der Kabine, den wir übrigens mit nach Hause genommen haben. Ein kleines Manko ist, dass ich persönlich finde, für eine Suite ist das Bad eigentlich ein bisschen klein. Also es ist hier jammern auf hohem Niveau natürlich, ne? Aber es ist halt nicht so, dass du wie in anderen Junior-Suiten bei anderen Reedereien wirklich mit zwei Mann da stehen kannst. Also du hast kein Doppelwaschbecken, du hast nur ein Einzelwaschbecken. Schön ist die Regendusche, die wirklich standardmäßig überall ist. Aber wie gesagt, ist natürlich trotzdem toll eingerichtet, ebenerdig. Du hast im Badezimmer Fußbodenheizung, die du selber steuern kannst, was natürlich auch schön ist. Ne? Aber das ist wirklich nur ein klitzekleines Manko, wo man sagt, ach so, und ja, die Ablagefläche, also der Waschtisch an sich ist sehr niedrig, was mir übrigens damals bei MSC im Yachtclub oben auch aufgefallen ist. Also eher was für kleinere Leute. Ja, der Ankleideraum ist natürlich auch toll. Da hast du auch deinen Schminktisch stehen. Was ich persönlich auch nicht ganz so gut finde, weil mir das da einfach ein bisschen immer zu dunkel ist, auch wenn man da diese Lichter anmachen kann. Ja, du hast einen Dyson-Föhn. Jede Kabine hat einen Dyson-Föhn. Mit diesem Diffusor, um auch die Löcklis hervorzubringen. Sowas halt ist für die Damenwelt auch toll, ne? Die Produkte, die Duftprodukte, Seife, Shampoo, was weiß ich, sind alle hochwertig. Ist ein Eigenprodukt von Explorer, in dem Sinne ja wahrscheinlich auch von MSC dann. Explorer gehört ja mit zur MSC Cruises Gruppe. Und riecht aber alles ganz toll. Wenn man wirklich seine eigenen Produkte vergessen hat, gar kein Problem, kannst du unbedenklich benutzen. Ist wirklich angenehm. Wir hatten unsere Kabine auf Deck 9, relativ weit vorne im Bug. Ich hatte einen perfekten Blick zur Brücke, was ich liebe. Ich mag das ja, morgens wirklich raus mit dem Kaffee und dann zu gucken, ob da vielleicht schon die Crew irgendwie oben auf der Brücke zugange ist. Ich finde diese Perspektive auch so toll, wenn man auf dem Meer ist und ja, diese Brücke da hat. Also es ist schon toll. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wir hatten tatsächlich OT3, aber wie gesagt, unterscheidet sich halt in der Lage der Kabine. OT1 ist dann natürlich etwas günstiger und würde auch komplett natürlich reichen. So, über die Restaurants habe ich schon gesprochen, dass halt alles inkludiert ist. Es gibt ein Restaurant, das Anthology, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, was ich eben nicht genannt habe. Das ist wirklich, ich sag mal, das Nonplusultra. Ich meine, da werden 7 Gänge auch serviert und das ist aufpreispflichtig. Da sind alle paar Wochen neue Köche drauf, wirklich auch bekannte Köche. In unserer Zeit, meine ich, wäre einer aus San Francisco da gewesen, der dann ganz besondere Dinge noch kreiert. Und was auch nicht inkludiert ist, ist die sogenannte Kochschule. Wenn es denn jetzt überhaupt so heißt, hätte man auch buchen können. Da kannst du selber Hand anlegen. Mit einem ganz tollen Blick nach draußen. Du hast eine komplette Fensterfront runter von oben bis unten. Ja, aber ich ziehe es tatsächlich im Urlaub vor, dann auch einfach mich mal ein bisschen bedienen zu lassen. Auf deiner jeweiligen Reise ist eigentlich immer einmal das Marble in Co drin und einmal das Sakura. Das sind die beiden Restaurants, die auch wirklich sehr gut immer besucht waren, wo man auch auf jeden Fall reservieren sollte, was wir ja im Vorfeld durch den netten Menschen in London getan haben. Es ist aber tatsächlich auch so, wenn du zu etwas späterer Stunde, alles was so nach 20 Uhr, sagen wir mal 20, 20, 30 oder so, wenn du dann nochmal hingehst bei diesen beiden Restaurants und dann was frei ist und keine große Gruppe sich da angemeldet hat oder so, dann kannst du auch ohne weiteres da noch
zwei, dreimal essen gehen. Also bietet sich natürlich an, wenn du eine längere Reise machst, die eben nicht nur wie wir jetzt eine Woche, sondern vielleicht 14 Tage, dann ist natürlich schön, wenn man dann da auch mal öfter hin kann. Alle anderen Restaurants so oft, wie ihr möchtet. Das Frühstück muss ich nochmal ganz besonders erwähnen. Also zum einen kann man im Fil Rouge sich am Platz bedienen lassen. Ich mag das Restaurant sehr. Ich finde das sehr angenehm, es war total ruhig, sehr, sehr schön. Aber das Nonplusultra ist einfach das Emporium Marketplace, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, was eigentlich ein Buffet-Restaurant ist, aber nicht so, wie man das im klassischen Sinne kennt. Also du siehst alles in den Auslagen liegen. Es ist auch ganz oft so, dass dann so Showteller schon hergerichtet sind, auch gerade so, was Eierspeisen und so weiter betrifft. Aber du nimmst es dir nicht selber, sondern lässt es dir zubereiten. Und zwar alles. Oder lässt es dir auf den Teller geben. Auflage, ob das Käse oder Schinken, Wurst ist, Obst. Ja, ist vielleicht für den einen oder anderen am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Verhindert aber natürlich, dass das da aussieht wie bei Hempels unterm Sofa und eigentlich immer alles sauber ist. Und ja, irgendwie neigt man dann sowieso dazu, auch nicht ganz so viel zu nehmen, was ja echt manchmal ein Problem ist bei gewissen Reedereien, dass dann da diese gehäuften Teller irgendwie an einem vorbeilaufen. Das ist dann natürlich nicht der Fall, wenn man schon so ein bisschen genauer guckt. Und ja, aber das ist von der Atmosphäre her genauso toll. Jeder hat ein Lächeln auf den Lippen, jeder ist zuvorkommend, jeder erklärt es dir, wenn du es nicht verstehst. Und auch mittags übrigens super gut zu besuchen, weil die Pizza da, boah, ist erstklassig. Was mir auch gut gefällt bei diesem Marketplace ist, du kannst ganz toll auch draußen essen, was wir auch wirklich mehrfach gemacht haben. Wir haben uns dann auch meistens eben morgens dahin begeben, unsere Eierspeise direkt mitgenommen. Boah, leckeres Chuck-Chuck-Chuck gibt es und Egg Benedict in allen möglichen Variationen mit und ohne Fleisch, also richtig toll. Und der Blick dahin ist ganz, 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 ganz schön. Du bist hinten am Heck und ja, das ist schon besonders. Bisschen problematisch ist allerdings tatsächlich, dass wenn du in den wärmeren Gefilden unterwegs bist, so wie wir es ja auch hatten, du bisschen das Problem hast, dass du nicht unbedingt Schattenplätze bekommst, wie es ganz allgemein eigentlich auf dem Schiff auch ein bisschen schwierig ist. Du hast natürlich auf der Explorer Sitzmöglichkeiten, Ausruhmöglichkeiten ohne Ende. Du hast Liegen, Stühle, überall Bereiche. Du wirst es niemals überlaufen haben da. Was wirklich Mangelware ist und wo ich mir vorstellen könnte, wo die sagen, bei der Explorer 2, überdenken wir das vielleicht nochmal, sind Schattenplätze. Du hast ganz, ganz wenig überdachte Sachen, wenn dann nur so kleine Bereiche irgendwie. Und wie gesagt, das denke ich, könnte für viele echt ein Problem sein, weil gerade in den wärmeren Gebieten, wir wissen es ja, ne, überall wird es wärmer. Ist man doch ganz froh, wenn man dann da zwischendurch mal wirklich irgendwo im. Ja, machen wir den Sprung zu den Bars. Ich werde jetzt nicht jede einzelne Bar nennen. Es gibt zuhauf, es gibt wahnsinnig viele draußen. Das Schiff ist ausgelegt, wirklich seine Gäste zufriedenzustellen. Egal, ob die drinnen oder draußen halt ihr Getränk zu sich nehmen wollen. Es gibt da in dem Sinne keine gesperrten Bars oder so oder die erst zu komischen Tageszeiten aufmachen, wie man es ja auch manchmal kennt von Reedereien. Also das gibt es da nicht. Ja, und dann sind natürlich jetzt die Pools und die Whirlpools zu nennen. Das ist wirklich eine Vielzahl Infinity Pools, Adults Only Pools, ein Riesenpool, wo man schon fast seine Bahn drin ziehen kann. Und da möchte ich noch mal eben gesondert was zu sagen. Das ist nämlich der Conservatory Pool, der überdacht eigentlich ist, also konzipiert für warme und kalte Gebiete. Und sobald wirklich die Sonne scheint, sind die wahnsinnig flexibel. Die machen das Dach auf und dann hast du da eine tolle Brise. Ist übrigens dann auch der Bereich, wo man dann am meisten Schatten tatsächlich findet durch diese Dachkonstruktion, die so halb, also die ist zwar aufgefahren, aber hat natürlich dann die Konstruktion an den Seiten.
Also es ist für jeden was dabei. Die Whirlpools sind, wie gesagt, es gibt Infinity Whirlpools auch. Es gibt ganz normale Whirlpools, die runden, die man kennt. Es gibt drinnen welche, es gibt draußen welche. Es gibt an einer Bar oben nochmal extra ein. Also das ist schon erstklassig. Zum Entertainment-Programm muss ich leider sagen, ich muss euch enttäuschen. Es ist relativ gediegen. Also deswegen enttäusche ich euch nicht, sondern ich muss euch enttäuschen, weil Jens und ich nicht dran teilgenommen haben. Wir sind tatsächlich natürlich übers Schiff gegangen abends und haben es genossen und haben unsere Zweisamkeit auch genossen. Aber wir fanden es eigentlich viel, viel schöner, irgendwo zu sitzen und einen Drink zu uns zu nehmen, dem erstklassigen Klavierspielern zuzuhören, die in der Lobbybar waren. Oder in. Ich überlege gerade, wie heißt die Bar denn da oben? Ich muss mal eben gucken. Wartet mal bitte. Also doch richtig, die Explorer Lounge. Da haben wir super gerne drinnen gesessen. Die ist vorne am Bug. Ich meine 270 Grad. Blick hast du da. Ganz tolles musikalisches Entertainment. Das hat mir sehr gut gefallen. Immer zwischendurch, da war auch Tea Time zum Beispiel. Und ja, du kannst ganz tolle Cocktails zu dir nehmen. Die haben auch einfach mal neue Sachen für dich kreiert und fertig gemacht. Kannst auch sagen, gerne auch ohne Alkohol. Ich habe viele neue Sachen ausprobiert. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Zu den Ausflügen kann ich auch noch mal sagen. Es gibt nicht so wahnsinnig viel Auswahl, wie man es vielleicht gewohnt ist, zum Beispiel von TUI Cruises. Und ich würde mal behaupten, einen kleinen Ticken hochpreisiger vielleicht auch, aber den Ausflug, den wir gemacht haben, der in Tangier losging, der war wirklich toll, der war gut organisiert. Ich werde es bestimmt falsch ausdrücken. Cefchuya hieß, glaube ich, die Stadt, die blaue Stadt, die wir besucht haben. Und wir hatten wirklich einen sehr, sehr guten Guide. Ja, was ich auch nicht genutzt habe, waren die Spa-Anwendungen. Weil da muss ich ganz ehrlich sagen, erstmal auch da ist jetzt nicht, wer weiß was, an Auswahl möglich. Und wenn man das vergleicht, das müsst ihr dann mal eigenständig wirklich machen. Das ist wirklich hochpreisig. Also es war insofern jetzt nicht die Problematik oder wäre nicht die Problematik gewesen, weil wir auch ein schönes Bordguthaben hatten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da war ich nicht gewillt, doch so viel Geld auszugeben. Das war teilweise bestimmte Massagen, die man ja so kennt, die waren teilweise doppelt so teuer wie das, was man kennt. Und das habe ich irgendwie nicht so ganz eingesehen. Ja, und dann kann man eigentlich jetzt nur noch was, weil über die Crew habe ich ja jetzt schon, über die Hosts habe ich ja jetzt schon geredet, ne? Die waren ja wirklich erstklassig, so was Liebes. Über die Gäste kann ich eigentlich auch nur Gutes berichten. Also ja, man merkt, die Leute haben, also nicht bei jedem, ne? Aber bei einigen merkst du schon, die haben das Geld. Und die lassen das aber auch so gar nicht raushängen. Also mir ist keiner, wirklich keiner begegnet, der irgendwie die Nase da oben getragen hat oder so. Und die waren alle aufgeschlossen, alle nett, Nationalitäten querbeet. Wir haben alles gehabt, Kanadier, Franzosen, Engländer, Spanier, Italiener, Amerikaner und wir ein paar Deutschen. Und das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und auch hier muss ich wieder sagen, wie ich auch damals schon bei der Euribia sagte, als wir da im Februar waren, traut es euch. Ihr kommt wirklich mit ganz normalem Schulenglisch hin. Wenn ihr was nicht versteht, die erklären euch das. Und mit Hand und Fuß geht es sowieso. Und auf der Explorer 1 ist auch eine deutschsprachige Managerin.
Und wenn es da wirklich mal irgendwie Ungereimtheiten gibt oder so, die hilft euch da auf jeden Fall weiter. Und in den Restaurants, das muss ich auch nochmal sagen, ihr könnt euch auch eine deutsche Karte geben lassen. Ist auch kein Problem. Das ist manchmal gar nicht schlecht, weil so spezielle Ausdrücke, da komme ich dann mit meinem Englisch auch nicht mehr weiter. Aber das ist kein Problem. Könnt ihr euch geben lassen und gucken, was ihr haben möchtet. Also ist eigentlich abschließend zu sagen, ein Konzept, was für mich einzigartig ist, was ich auf jeden Fall nochmal machen werde und zu 100%, weil das ist richtig Urlaub. Du fühlst dich als Gast gewertschätzt. Du bist mit allen irgendwie auf Augenhöhe, also auch mit deinen Hosts wirklich, weil du ganz tolle Gespräche führst. Das Internationale fand ich da sehr angenehm. Das war nicht oberflächlich, das war sehr, sehr schön. Und ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen. Probiert das mal aus. Sucht euch, so wie ich, jetzt in Zukunft auch ein sehr gutes Reisebüro, was euch berät, was gewillt ist, euch da auch so ein bisschen durchzuführen und das mit euch zu machen. Ja, und traut euch einfach mal. Macht das wirklich einfach mal. Schaut euch eine Route an, die ihr toll findet. Die fahren auch wirklich mal Destinationen an, die man so nicht unbedingt kennt. Auch gerade, was da im Mittelmeerraum noch ist. Oder die griechischen Gebiete da unten. Ich habe für nächstes Jahr mal geguckt. Da werden so tolle Sachen angeboten. Also, boah, da schlägt mein Herzchen. Und ich lege euch das wirklich nahe. Und wenn ihr noch Fragen habt, irgendwas Bestimmtes haben wollt, wissen wollt, gerne. Ihr könnt mich jederzeit anschreiben. Ich mache euch auch noch wieder einen Kasten rein, wenn euch da jetzt was einfällt. Und ja, her damit.